Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einer neuen Kakerlakenparty. Die Kakerlakenparty ist eine Art Hörspiel. Das heißt, ihr hört alle Telefonate aus der vergangenen Woche in Schnipselform aneinandergereiht, komplett ungeschnitten. Das Einzige, was ich hier geschnitten habe, sind die Pausenzeiten, dass ihr nicht so viel Leerlauf beim Anhören habt. Die Kakerlakenpartys, die eignen sich super zum Nebenbeihören, zum Einschlafen, beim Zocken oder was ihr gerade sonst so treibt und könnt das Video als Audio im Hintergrund einfach laufen lassen. Die Kakerlakenparty wurde sich von vielen Zuschauern gewünscht, um eben nicht immer permanent meine Kommentare dazwischen zu haben. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit der Kakerlakenparty. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und viel Spaß. Guten Tag, ich spreche mit Herr Gerald. Herr Gerold gibt's nicht. Gerald? Steiner? Hm? Du bist Herr Steiner, oder nein? Das heißt nicht du. Ich bin Alex Kraus am Apparat, ich begrüße Sie. Also ich melde mich von der Firma 24 Fonds, weil sie haben Interesse gezeigt bei Online-Trading oder Online-Handel. Hm. So, nur sagen, so Herr, wie sehr man sie sehen, sie hat Interesse das heißt gezeigt bei Online-Trading. Herr, das heißt Herr Steiner. Können Sie nicht vernünftig sprechen oder wo ist jetzt das Problem? Ich denke, das Voice-Problem. Was? Wissen Sie, Herr, was ist Online-Handel oder Online-Trading? Es heißt nicht Herr, es heißt Herr Steiner. Können Sie nicht vernünftig Deutsch? Herr Steiner, ja. Ja, so heißt es, nicht Herr. Ja, gut. Okay, Steiner. Nein, nicht Steiner, Herr Steiner. Herr Steiner. So, Herr Steiner, haben Sie Interesse gezeigt für Online-Trading? Mhm. Ja, sagen mir. Ja, habe ich doch. So, ich bin hier zu helfen und Ihre Konto zu aktivieren. Aha. Aber erst einmal, ich wollte Ihnen kurz erklären, was unsere Firma hat, zum Beispiel für neue Kunden. Mhm. Aber erst einmal darf ich fragen, haben Sie Erfahrungen bevor? Immer das gleiche Skript. Haben Sie Erfahrungen bevor mit dem Online-Trading oder aber nein? Aber Visa, Visa auf der Mastercard. Für mich ja, sind Sie denn einzahlen? Was hat sie? Visa oder Master? Eine Dongzhuang Card. Noch einmal? Eine Dongzhuang. Ah ja, aber Online-Banking benutzen Sie? Warum? Sie haben doch gefragt, ob ich eine Kreditkarte habe und ich habe jetzt geantwortet. Noch einmal, bitte sagen mir noch einmal. Was? So, haben Sie Visa-Card, Master-Card oder Online-Banking? Ich habe eine Dongzhuang Card. Sie hat keine Online-Banking? Nein, ich habe eine Dongzhuang-Card. Ah, verstehe. Aber wie gemacht, keine mit dem Wunschdong-Card, was ist das? Na, eine Kreditkarte. Ah. Schönen guten Tag, Herr Thaler am Apparat, ja? Ja, und auf der anderen Seite? Herr Thaler, mein Name ist Kerstin Wilson. Ich kontaktiere den Finanzmarkt. Wie ich weiß, Sie haben Interesse über Onlinehandel geäußert. Stimmt das, ja? Bei Citadelle. Mhm. Wie bitte? Ja. Was weiter? Möchten Sie online handeln? Ich bin Kontomanagerin und ich werde Ihnen helfen, bis Ende dieses Konto zu aktivieren. Mhm. Na und weiter? Möchten Sie das oder nicht? Ja, was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Sie haben Interesse geäußert. Sie möchten an der Finanzbörse handeln, wie ich weiß. Stimmt das oder nicht? Woher wissen Sie das denn? Ich sehe im System. Sie waren bei Citadelix, das ist eine Online-Plattform. Und automatisch kommt bei uns die Daten, ja? Mhm. Sagt mir nichts. Wie bitte? Sagt mir nichts. Möchten Sie handeln oder nicht, Herr Thaler? Ja, ich handel, ja. Hm. Handeln Sie schon? Mhm. Spielen Sie mit mir, oder was ist los? Ne, wieso? Sie rufen mich doch an und fragen mich irgendeinen Quatsch. Hello, Klaus, how are you? Was für ein Ding? What is my name? Nee, was ist das für ein Ding? Patrick Randall McMurphy.
Hey, I'm calling to Klaus. Warum kauft ihr ausländische Daten? Das nützt doch so überhaupt nichts. Ich verstehe mich. Sprechen Sie Englisch? Nö. Ja? Yeah? Nein. Wir haben einen deutschen YouTube-Kanal. Santa Claus? Okay, I'm just kidding. You know me. You get my point. Listen, why you change your mind? You have a trading account with us, but you're not trading with us. I just want to know why. Yes. Warum? Warum? What's that mean? Yep. Ooh. How old are you? You're very silly. I'm silly. Why? Tell me. Okay. Tell me why I'm silly. Did I offend you? Yep. Why? With what? Santa Claus. You're listening? When gonna be New Year? I speak not with a scammer. You think it's I'm a scammer? Because I'm nice and I like jokes? I'm a scammer because of that? Okay, auf Wiedersehen, Santa Claus. Martha. Ach, der Blödsinn. Ja, pünktlich, Herr Wilson. Ja. Du bist Herr Kasse, oder? Ja, ja. Ah, meine Liebe. Hallo. Kurz Moment bitte, nur eine Minute. Ja. Hallo? Hallo? Ich verstehe nichts. Hallo? Hallo? Ich verstehe Sie nicht, nee. Vielleicht jetzt? Jetzt ist ein bisschen besser. Okay, wunderbar, vielen Dank. Ich rufe an für AvaTrade. Sie haben ein Konto bei uns aufgemacht. Damit Sie mit dem Traden anfangen können, müsste das Konto erst noch verifiziert werden. Da würde ich Sie gerne bitten, dass Sie einen Ausweis und einen Adressnachweis hochladen. Aha. Ja, kann ich machen. Wunderbar. Da bedanke ich mich bei Ihnen. Sobald das Konto dann verifiziert wurde, können Sie einzahlen und mit dem Traden anfangen. Aha. Na dann. Das war's auch schon von meiner Seite. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Aha. Dankeschön, auf Wiederhören. Hallo? Hallo. Hallo. Ja. Clement Sieger hier von West Point. Ist da der Herr Reyes? Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche mit der Gerald. Nee. Gerald Steiner. Ich bin Thomas Bauer Apparat und ich begrüße Sie hier. Thomas Bauer? Ja. Aha. Glaubt Ihnen das einer? Ich melde mich von der Firma 24 Fans, weil sie hat Interesse gezeigt bei Online-Trading. Ja, und nun? Und wissen Sie, was ist Online-Handel? Zum Beispiel Bitcoin. Ja, und Sie? Ja. Dann erklären Sie mal. Möchten Sie kaufen Bitcoin? Ja, erklär mal. Ja, erklär oder was? Ja, erklären. Ja, so, wissen Sie, was ist Online-Handel? Hatten wir die Frage nicht gerade schon vor einer Sekunde? So, ich bin hier für helfen Sie, für Ihr Konto zu aktivieren mit 250 Euro oder 500. Ja, aber wie willst du mir besoffen mit dem Kakerlakendeutsch helfen? Ah, shit. Was? Hallo? Hallo, guten Tag. Omid? Was? Timo Omid, Marco Lombardi am Apparat. Ich melde von der Finanzmarkt her und habe ich entdeckt, dass Sie haben eine Registrierung gemacht für Online-Trading. Und ich möchte Sie eine kleine kurze Erklärung dafür machen. Na dann los. So, Herr, haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Ja, aber Sie sind sehr leise. So, Sie haben Erfahrung. Können Sie ein bisschen lauter sprechen?
Ja, jetzt hören Sie mir besser? Naja. Jetzt? Ja. Jetzt besser, okay. So, Herr. Sie haben mir gesagt, dass Sie haben Erfahrung, ja? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Haben Sie eine gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung? Ja, ist gemischt. Eine gute Erfahrung, ja? Mhm. So, Herr. Ungefähr wissen Sie, wie es funktioniert. Mhm. So, normalerweise, wie bei jeder Trading-Plattform, der Mindestkapital des Investieren können, ist es 250 Euro. Nach dieser Einzahlung werden Sie in Kontakt bleiben mit einem Finanzexperten und werden Sie mit diesem Finanzexperten sprechen. Und er wird Ihr Konto aktivieren. Und wir können Ihnen versprechen, dass wir für innerhalb einen Monat einen Profit machen von 30% bis 85%, okay? Und wie können Sie das versprechen? So, Herr, nach dieser Einzahlung werden Sie das selbst schauen, okay? Ja, aber warum antworten Sie nicht auf meine Frage? Wie kann ich Ihnen versprechen? Ja. Sie haben viele Kunden, dass wir für diese Kunden dieses Profit gemacht haben. Ja, kann ja sein, aber letztendlich ist ja der Finanzmarkt hochspekulativ, da kann man ja nichts versprechen. Normal, aber Sie investieren nicht nur in ein Finanzinstrument zum Beispiel. Okay? Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Hochspekulativ bleibt ja trotzdem. Wie bitte? Ich sage, das hat ja damit nichts zu tun. Hochspekulativ bleibt es ja trotzdem. Trotzdem hochspekulativ. Ich weiß, es bleibt so. Mhm. Aber wir haben unsere Experten, das wissen ganz genau, was sie machen. Und für unsere Kunden dieses Profit machen. Ja, kann ja alles sein, aber wie kommt das Versprechen zustande? Das kann man doch nicht versprechen. Herr, wenn Sie wollen, können Sie diese Einzahlung und selbst schauen. Okay? Ja gut, also ich sag mal, wenn man das selbst schauen will, dann ist ja der Drops schon gelutscht. Wenn die Kohle weg ist, ist sie weg, dann braucht man nichts mehr gucken, dann weiß man ja Bescheid. Wie bitte? Ja, Sie haben mich schon verstanden. Und wenn nicht, dann auch egal. Okay, tschüss wieder. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Jan am Apparat, ich melde mich als Economics Hub. Sie haben sich registriert zum Thema Online-Handel, Online-Trading, beziehungsweise Handel mit Bitcoin vor dem automatischen Handelssystem. Stimmt das? Keine Ahnung, Sie haben noch da die Daten vorliegen. Mhm, okay. Also ich bin Ihr personaler Kundenbetreuer. Mein Job ist Ihnen zu helfen mit dem Aktivierungsprozess und auch werde ich dieses System ein bisschen näher bringen. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse, Ihr Konto zu aktivieren? Keine Ahnung. Okay, also haben Sie Erfahrung mit Online-Trading oder wird das erste Mal sein? Mhm. Okay, also was wir Ihnen angeboten haben, ist ein automatisches Handelssystem, der durch einen Algorithmus funktioniert. Sie bekommen auch einen Fachmann, also Fachberater, mit dem Sie beraten können. Und auch bekommen Sie ein Ausbildungsprogramm, wie so eine Online-Schulung vorhanden. Also Sie können mit den Preisdifferenz handeln und Sie können auch nur Aktien oder zum Beispiel Kryptowährungen kaufen. Sie aktivieren Ihr Konto mit Mindestbetrag von 256 Euro. Also das ist eine einmalige Einzahlung. Das macht man mit Visa, Mastercard oder Online-Banking. Nach dieser einmaligen Einzahlung, Sie werden einen Anruf von unserem Fachmann bekommen, sodass Sie diese Applikation herunterladen und Parameter einrichten und dann können Sie mit Handeln beginnen. Also wir haben drei Pakete, 256 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Sagen Sie mir, ist Ihre E-Mail-Adresse gerold.steiner@mdttfun.de? Mhm. Okay, dann kann ich auf diese E-Mail eine E-Mail schicken, E-Mail-Adresse eine E-Mail schicken, sodass Sie Zugriff zu unserer Website haben. Dann können Sie Ihr Konto aktivieren natürlich, falls Sie möchten. Also wir brauchen nicht mehr als 5 Minuten. Das können Sie mit Smartphone oder Computer machen. Also wenn Sie mir eine E-Mail schicken, dann brauchen wir mehr als 5 Minuten. Okay, kein Thema. Dann machen wir es so. Dann schicke ich eine E-Mail sofort und dann, wenn Sie bereit sind, bitte kontaktieren Sie mich, sodass wir das zusammen tun. Ist das in Ordnung? Mm-mm. Nicht in Ordnung. Okay, kein Thema dann. Wiederhören. Betrüger.
Hello. Mr. Gerald? Was für ein Ding? I'm calling from Lottery Heroes. My name is Judy Moon. How are you doing today? Warum begreift ihr das nicht, dass wir hier einen deutschen YouTube-Kanal haben? Okay. Schönen guten Tag. Sprich ich mit Mann? Mit wem? Mit Herr Peter? Ja. Okay, mein Name ist Melanie Bauer und ich möchte ein paar Informationen über Onlinehandel zu geben. Ja. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Nee. Hat zu tun mit Forex, Amazon, Rohstoff, Kryptowährung, Dogecoin. Haben Sie nie gehört? Sagt mir nichts. Okay, kein Problem. Also, bedeutet Profite zu erreichen, Geld zu verdienen, wie ich gesagt. Und am Anfang, Sie schauen ein paar Informationen, wie funktioniert Onlinehandel. Und ich zeige Ihnen für unsere Firma. Und danach, Sie machen nicht eine Investition, Sie machen eine Aktivierung und Sie anfangen sofort mit Profite. Und Sie werden Profite mit Sicherheit erzielen, zusammen mit unseren Experten. Verstehen Sie mich bis jetzt, Herr Peter? Ja, ich habe verstanden, es ist kostenlos. Okay, also wie ich gesagt, Sie sind nicht alleine, Sie sind zusammen mit unseren Experten und Sie arbeiten vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten pro Tag zusammen mit unseren Experten. Oder ob Sie wollen, Herr Peter, Sie können mit einem automatischen Robot arbeiten. Aber ich denke, es ist besser mit einem Experten, weil Sie sind ohne Erfahrung. Okay. Okay, ich darf fragen, weil ich möchte mit unserer Plattform vorstellen. Benutzen Sie besser ein Handy oder einen Computer? Was ist da der Unterschied? Ich möchte unsere Plattform und unsere Lizenz vorstellen, weil wir sind eine regulierte und eine Sicherheitsfirma. Und ich möchte alles zeigen. Sie können selbst mit Ihren Augen selbst sehen. Ja. Es ist besser. Aber ich habe eine Frage. Sind Sie gerade zu Hause, oder? Ja, ich bin zu Hause. Benutzen Sie besser ein Handy oder einen Computer? Das ist doch egal. Kommt aufs Gleiche raus, oder nicht? Benutzen Sie ein Handy oder einen Computer, habe ich gesagt, weil so mache ich unsere Arbeit sehr einfach. Ich möchte alles zeigen. Ja, wo ist denn da der Unterschied? Also was ist denn da jetzt besser? Aber Sie wissen nicht, woran es geht. Lassen Sie mir zeigen. Mhm. Okay? Ja. Ja. Ja, machen Sie. Aber am Anfang, ich muss wissen, benutzen Sie besser ein Handy oder einen Computer? Ja, was ist denn da jetzt besser? Was soll ich denn nehmen? Darf ich wissen, Herr Peter, wie alt sind Sie? Was hat das jetzt damit zu tun? Ich frage, was ist denn jetzt besser? Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Handy und Computer? Also was funktioniert denn da besser? Mit Computer machen unsere Arbeit sehr einfach. Deswegen, es ist besser auch für Sie. Ja, dann nehmen wir den Computer. Okay, wir können mit Computer arbeiten. Ja. Öffnen Sie Ihren Computer? Wieso soll ich den Computer öffnen? Ich muss doch den bloß starten und nicht öffnen. So heiß wird er nicht. Herr Peter? Ja? Darf ich fragen? Also, der Nachname ist Pan, nicht Peter. Entschuldigung, Herr Pan. Ja. Okay. Also, öffnen Sie Ihren Computer und ich zeige Ihnen unsere Plattform, auch unsere Lizenz. Okay. Aber ich verstehe nicht, was Sie meinen, ich soll den Computer öffnen. Wenn ich den Computer öffne, dann verliere ich doch die Garantie. Meine Gott, warum haben Sie Angst, oder was? Nee, warum soll ich Angst haben? Wir können in Google Chrome gehen, deswegen. Nee, Google Chrome habe ich nicht. Hallo? Ja, also, wir können in Google Chrome unsere Plattform vorstellen. Deswegen, Sie können nur schreiben und ich bestabiere unsere Plattform. Es ist sehr einfach. Kostet ja, gar nicht. Sie ist alles kostenlos. Ja, aber ich habe doch gar keinen Google Chrome. Muss ich das denn erst runterladen oder wie? Okay, Herr Pan. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, einen schönen Tag. Tschüss. Hä, sind Sie doof? Oh Gott, so eine dumme Betrüger habe ich wirklich noch echt nicht. Und?
Steiner. Grüße Sie, Herr Steiner. Mein Name ist Oliver Ebele. Ebele. Also, ich hoffe, dass... Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen gerade nicht störe, Herr. Ja, doch, ein bisschen. Aber worum geht's denn? Es geht halt über die Anmeldung, was ich schon beim Off-Bitcoin-System gemacht habe. Bei was? Beim Bitcoin-Offer-System gemacht haben. Aha. Da habe ich Interesse über den Bitcoin gezeigt, Herr. Mhm. Deswegen habe ich Ihnen gerade angerufen, Ihnen zu helfen, das Konto zu aktivieren. Was denn für ein Konto? Ihr Handelskonto. Aha. Ein Handelskonto? Genau. Von eBay jetzt, oder wie? Nein, nein, das ist ein Handelskonto, Herr. Naja, bei eBay doch auch. Ja. Aber es ist nicht dieser Handel, was Sie denken, sondern es ist ja schon über die Börse, Herr Steiner. Ach so, ja. Dann ist es ja kein Handelskonto, dann ist es ja Finanzgeschäfte, dann ist es ja ein Bankkonto. Natürlich, das ist ein Finanzgeschäft, aber es ist kein Bankkonto, sondern es ist ein Online-Handelskonto. Ja, warum sagen Sie das denn nicht so? Es ist ein Trading-Konto. Ja, kann man doch so sagen, ist doch viel einfacher. Genau. Also momentan befinden Sie sich zu Hause oder sind Sie unterwegs? Ja, ich bin zu Hause. Sie rufen mir auch auf meiner Festnetznummer an. Okay. Okay, dann haben Sie vielleicht einen Computer in der Nähe, damit wir das machen können? Mhm. Okay, möchten Sie das mit einer Kreditkarte machen oder durch Online-Überweisung? Ich weiß ja noch nicht mal, worum es geht, was Sie für eine Firma sind und was ich da machen soll. Da weiß ich jetzt nicht, was die Frage mit einer Kreditkarte ist. Wir sind eine andere Plattform, ja. Und wir machen Online-Trading. Sie haben unsere Werbung gesehen, Sie haben Interesse gezeigt. Ja, und das Erste, was Sie fragen, ist, was ich für ein Zahlungsmittel benutze oder was? Das ist ja unseriös. Zahlungsmittel? Ja, wie wär's denn erstmal mit einer Beratung, Produktvorstellung und dann kann man erstmal gucken, ob man das interessant findet. Ja, das ist zwar der Teil von der Finanzexperte, weil ich bin dazu... Nee, das ist der erste Teil, der vor dem Einzahlen kommt. Erstmal Beratung und dann Zahlung. Weil Sie haben auch selber versucht, das Konto zu aktivieren, Herr. Deswegen, ich helfe Ihnen nur, um das Konto zu aktivieren. Den Rest erzählt Ihnen der Finanzexperte. Ja, dann soll der mich zuerst anrufen. Ja, aber Sie haben nicht mal das Konto aktiviert. Wie soll der Ihnen anrufen? Naja, mit dem Telefon, so wie Sie. Das heißt nicht Herr, das heißt Herr Steiner. Wenn man nur Herr sagt, ist das unfreundlich. Ja, okay, Herr Steiner. Entschuldigung, dass ich Herr gesagt habe. Ja. Die Sache ist, der kann Ihnen nicht anrufen, ohne dass das Konto aktiviert ist. Warum nicht? Weil das so ist, Herr Steiner, so geht es. Ja, das ist aber nur bei unseriösen Firmen so. Also wenn ich bei meiner Bank anrufe und da nach irgendwelchen Produkten frage, kriege ich ja auch erstmal eine Beratung, bevor ich Geld einzahlen soll. Ja, dann wenn Sie schon mit Ihrer Bank arbeiten möchten, dann hätten Sie mit Ihrer Bank arbeiten können. Ja, mache ich doch auch. Warum haben Sie eine Meldung bei uns gemacht? Ja, ist ja nicht schlimm, wenn man sich mal so noch irgendwo anderweitig umguckt. Ich habe ja gedacht, dass ich vielleicht eine Beratung kriege, aber das kriege ich ja hier scheinbar nicht. Ah, okay. Entschuldigung, weil ich verliere immer meine Zeit mit Idioten, deswegen, Herr Steiner. Aber es tut mir wirklich leid. Schönen Tag noch. Ich glaube, Sie sind nur ein Betrüger, mehr nicht. Alles klar. Sie können mir auch... Ja, nennen Sie sich... Aber das haben Sie ja auch gerade bewiesen, dass Sie ein Betrüger und ein Abzocker sind. Das ist einfach nur erbärmlich, was Sie da am Telefon machen. Doch, Sie sind erbärmlich. Das ist echt ekelhaft, was Sie da für einen Job machen. Ekelhaft, genauso wie du. Schämen Sie sich eigentlich nicht für so einen Job? Dass ich deine Mutter gewickt habe? Nein, überhaupt nicht. Ja, Sie sind ganz schön primitiv, kann das sein? Das hat nicht viel mit Intelligenz zu tun, was da aus seinem Gesicht kommt. Oh, du, der Intelligente, ne? Ja, eben. Geh mal blasen. Kannst du ja nichts anderes machen. Naja, das kann ich auch, ja. Und du? Du kannst scheinbar nichts. Hallo, Herr Steiner. Ja, auch schön, Sie zu erreichen. Grüß Sie, Doris am Apparat. Ich melde mich von der Firma 24Funds. Also, ich habe schon eine Anmeldung gemacht an Onlinehandel, deswegen habe ich Ihnen heute angerufen. Mhm. Bei Bitcoin-System. Mhm. Ja. Und was wollten Sie machen mit Ihrem Handelskonto? Da, wo Sie schon geöffnet haben. Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Wie möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Durch eine Kreditkarte oder normales Überweisung? Ja, das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist oder nicht. Wenn Sie eine Kreditkarte, normalerweise Sie zahlen keine Provision. Ja, bei Banküberweisung auch nicht.
Wie bitte? Ich sage bei Banküberweisungen auch nicht. Sie auch nicht? Was meinen Sie auch nicht? Ja, da zahle ich auch keine Provision. Natürlich, ja. Sie müssen mit für die Bank zahlen. Nö. Also für die Bank muss man nichts bezahlen. Musste man noch nie. Es ist ungefähr 5 Euro. Wie? Muss man nicht bezahlen bei einer Überweisung. Ich mache jeden Tag Transaktionen und Sie sagen, ich zahle keine Provision. Nee, also ich habe noch nie so eine Provision bezahlt mit meinem Bankkonto. Wofür ist denn die Provision? Wer nimmt die denn? Herr Steiner, wissen Sie was? Es ist mir doch egal, was Sie meinen, erst einmal. Wir haben einen Tag zusammengesprochen und echt, ich habe eine schlechte E-Mail bekommen von Ihnen. Ja, habe ich das? Und bitte, machen Sie nie wieder eine Anmeldung an Onlinehandel. Wenn Sie wenn Sie glauben das nicht, dann einfach weggehen. Nee, okay. Ich mache noch ganz, ganz viele Anmeldungen bei euch, damit ich dich immer wieder am Telefon dran habe, du Betrüger. Und dann sagen Sie, genau, dann sagen Sie, ihr seid Betrüger. Ja. Dann wieso machen Sie eine Anmeldung? Naja, damit ich mit euch sprechen kann und... Ja, doch, ihr wollt ja das Geld klauen. Und warum ich... Gehen ja, war ich doch schon. Die haben sich doch sogar bedankt dafür, dass ich die Daten eingereicht habe. So, und jetzt lass mich mal aussprechen. Du hast... Hallo? Ja? Schönen guten Tag, Herr Steiner, ja? Schön, Sie zu erreichen. Katharina Gutmann ist mein Name. Ich bin eine Signalgeberin für Wertpapierbörse und ich möchte gerne Ihnen informieren zum Finanzmarkt. Aha, was ist denn eine Signalgeberin? Für Finanzmarkt. Ja, was ist denn das? Sind Sie schon bekannt mit Finanzmarkt? Nee, noch gar nicht bis jetzt. Sind Sie schon bekannt vielleicht mit Bitcoin, Forex, Aktien und so weiter? Ja, kann man jetzt so nicht sagen, nee. Aber ich habe jetzt auch eine andere Frage gestellt. Die Frage war, was ist eine Signalgeberin? Ich erkläre Sie unser Signal, was heutzutage mit Ihnen, wir werden reden, oder? Ja. Ja, genau. Wie, ja, genau. Und mehr aktiv, bitte. Was ist denn los? Haben Sie... Hallo? Hallo, Alfred, this is me. How are you today? Oh, nee. Du quatschst jetzt entweder auf Deutsch voll oder gar nicht. Unfortunately, I cannot speak Deutsch. Aha. Ja, interessiert mich nicht. Auf Wiedersehen. Nee. Tag, Herr Steiner. Toro Rossi ist am Apparat. Aha. Ich melde mich von Finanzmarkt. Sie haben Interesse geäußert. Möchten Sie zusätzliche Einkommen haben, ja? Nee. Ne? Warum? Ja, warum sollte ich? Möchten Sie nicht zusätzliche Einkommen haben, oder was meinen Sie damit? Ja, nicht bei einem Betrugsunternehmen. Ach so. Meinen Sie, ich bin eine Betrüger, oder was sagen Sie jetzt? Ja, genau. Nein, ich bin gar keine Betrüger. Doch. Wenn ich Betrüger bin, dann können Sie das bestätigen. Ja, kann ich bestätigen. Sie sind Betrüger. Ja. Wie? Was? Wie? Ja, schon alleine, dass Sie auf der Leitung hier anrufen, ist schon Beweis genug. Ach. Kein seriöses Unternehmen ruft die Leute ungefragt einfach an. Davon abgesehen, bei keinem seriösen Unternehmen läuft Musik im Hintergrund. Wissen Sie was, Herr Steiner? Sie haben Ihre Registration selber gemacht. Ja, na und? Das hat ja damit nichts zu tun. Doch. Nö. Und bestimmt, Sie bekommen auch 1000 Anrufe pro Tag. Ja, nur von Betrügern. Nein. Warum? Doch. Haben Sie es einmal gemacht? Nee, also ich habe mich bestimmt schon 200 Mal registriert. Nein. Nein. Sie doch? Dürfen nicht... Nein. Doch, habe ich aber. Herr Steiner, ich bin nicht im Kindergarten. Doch.
Nein. Naja, dass ihr nicht im Kindergarten seid, ist ja ganz klar, aber ihr seid in einem Betrugs- und Abzocker-Callcenter. Das ist bandenmäßiger Betrug, was ihr da tut. Finanzbetrug. Nein, das doch. Ist kein Betrug. Teilweise glauben auch noch Sie Geldwäsche ist ja auch meistens noch ein bisschen mit dabei. Identitätendiebstahl, sowas ist ja bei euch da normal, ist ja an der Tagesordnung. Wissen Sie, wie heißt meine Plattform? Brauche ich nicht wissen, ihr ruft ja hier bei mir an. Das ist ja, kommt ja aufs Gleiche drauf hinaus. Also, darum können Sie nicht sagen, ich bin eine Betrüger. Doch, kann ich. Schon an dem Kakerlakendeutsch hört man das ja. Nein. Sie sind ein Arschloch, wissen Sie ja, ne? Ja, guck mal, und jetzt hast du es sogar noch bestätigt, dass du illegal anrufst. Weil nur die illegalen Betrüger und Abzocker, die reden so am Telefon. Ja, die können sich Sie nicht benehmen. Wenn Sie mir so sagst, ich das bin heißt eine Betrüger. Sagen, nicht sagst. Sagen, also EN am Ende. Dann, das war die falsche Aussprache. Ich sage auch, Sie sind ein Arschloch. Aha, also das machen aber nur Betrügerfirmen, die so reden. Ein seriöses Unternehmen würde sich dann verabschieden und dann wäre gut. Nein, doch. Weil Sie sagen erstes Mal, ich bin eine Betrüger. Ich bin ja, aber Betrüger. Du weißt schon, dass das Wort Arschloch, ja, in also, du weißt schon, jetzt hör mal zu, mach mal einen Schnabel jetzt zu dir. Nein, du weißt schon, nicht. Doch, nein, du war, ja, guck mal, das können nur Betrüger, nicht. Nur Betrüger können nicht zuhören. Du weißt schon, dass Beleidigung in Deutschland ebenso strafbar ist, ne? Ich bin nicht für Sie du und Sie dürfen nicht duzen. Ach, und warum machst du das dann? Ja. Kakerlake? Weil Sie sagen weißt mir, du, was Kakerlaken sind? Betrüger. Weißt du, ja, was? Natürlich. Das seid ja, ihr. Natürlich. Ihr seid Kakerlaken. Ja. Du bist aber ein Arschloch. Du no, kannst da dich kann am Arsch lecken da, einfach. Nee, ich werde dir definitiv nicht am Arsch lecken. Das finde ich eklig. Hallo. Hallo? Ja. Ich höre nichts mehr. Die Leitung ist vollkommen im Arsch. Oder das Mikrofon zu weit runter geregelt, weiß ich nicht. Es kommt ja ab und zu mal so ein bisschen was durch. Hallo, Omid, Marco Lombardi am Apparat, wie geht es Ihnen? Was? Wer ist am Apparat? Marco Lombardi am Apparat. Ach so, ja. Ich melde von der Finanzmarkt und habe schon entdeckt, dass Sie haben Interesse gezeigt für Online-Trading. Und ich müsste Sie ein paar Informationen dafür geben. Aha, ist ja entzückend. Wie bitte? Ich sagte, das ist entzückend. Entzückend? Mhm. Was meinen Sie? Na, so wie ich es gesagt habe. Das ist das Deutsche. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Ich spreche gerade mit Herrn Gerold Steiner. Ja. Ja, was denn? Ich bin Emily Brown, die Kontoverwalterin von Firma Ace Investing. Aha. Okay. Und nun? Ist ja schön, dass Sie sich jetzt bei mir vorgestellt haben, aber Sie sagen... Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Emily Brown wieder dran? Ja, jetzt sagt sie wieder nichts. Was denn nun? Hallo. Emily, Schnuckelchen. Nun sagt er nicht mehr. Naja, dann nicht. Gut, dann können wir weiter telefonieren. Hallo, guten Tag, spreche ich gerade mit Klaus Thalerus. Ja, Herr Klaus Thaler hier, ja? Okay, mein Name ist Lea Lombardo und ich bin von Ace Investing. Ja, kannst du mich noch mal eine Stunde anrufen? Wo sind Sie momentan? Ja, jetzt unterwegs. Okay, ciao, ciao, bis dann. Tüdelü. Tschüss. Guten Tag. Ja? Herr Thaler, oder? Ja, Klaus Thaler. Ja, was denn? Nochmal bitte? Ja, Klaus Thaler ist hier. Grüß mal deinen Fans von mir, okay? Wen soll ich grüßen? Deine Fans. Ach ja, die Fans. Mach ich. Genau, deine Fans. Ja. Bei YouTube. Ja. Okay, schönen Tag noch. Jo, tschüss. Hallo, guten Tag, grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Ja, ist alles supi. Sebastian, ja? Und der Nachname?
Was machst du gerade? Ja, der Nachname. Deine oder meine? Na, meinen. Sebastian. Kommst du heute oder? Sebastian ist der Vorname und der Nachname? Es gibt Party heute, ja? Was? Es gibt deine Party heute, weißt du oder weißt du nicht? Nee, aber welcher Nachname steht denn da bei euch? Aber bring dein Zeug mit, ja? Dein Stoff ist immer gut. Okay? Ja, dein Deutsch ist furchtbar. Nicht vergessen, ja? Sebastian. Ja. Okay? Geld kriegst du sofort, du weißt es. Ja. Die Jungs wollen nur dein Stoff. Ja. Aber nicht ja und die letzte Samstag. Bist du nicht gekommen? Hast du dann Geld gekriegt, ja, von deinem Zeug? Alles. Ja, oder ja. Okay. Und den anderen hast du auch? Was für einen anderen? Der Schnee? Hä? Von Schnee? Hast du auch ein bisschen Zeug, oder? Ach, den Schnee, ja. Schnee haben wir hier, ja. Okay. Und den Preis ist das gleiche, oder? Ja, ja, genau. Okay. Und mit Bullen hast du kein Problem bis jetzt, ne? Nee, also... Wir können auf dich verlassen, ja? Ja, ja, genau. Okay, super. Wo bist du jetzt? Ich bin zu Hause. Nee, ich meine, wo bist du jetzt? Du weißt das, die Code, ja? Jetzt? Worüber ich spreche. Ja, wenn ich sage jetzt, du weißt das, ja? Zu Hause? Okay, dann, ich verstehe. Okay, dann. Marco kommt vorbei, ja? Nicht vergessen. Alles klar. Okay, und alle beide Zeichen, ne? Rot und weiß, ja. Du weißt. Bis gleich. Ja, tüdelü. Ja. Ich hab dich lieb. Ja. Danke. Tschüss. Hallo, guten Tag. Hallo? Ja. Guten Tag. Ja? Ja, alles gut. Ja, was möchten Sie denn? So. Wir haben vor zwei Stunden gesprochen, erinnern Sie mich? Ach so, ja. So, wissen. Ich höre meine Stimmung. Was ist denn für eine Stimmung, wenn ich mit Sie telefoniere, ich höre meine Stimmung. Was ist passiert? Ja, das heißt Stimme, nicht Stimmung. Dankeschön, ne, dass Sie lernen mehr Grammatik, ne? Machen Sie gerade YouTube? Ja. Oh mein Gott, wie schön, sehr schön. Wie oft habt ihr eigentlich Leute von YouTube am Telefon? Muss doch ziemlich oft sein, oder? Nochmal bitte? Ihr habt bestimmt ziemlich oft Leute von YouTube dran. Ja. So dumme Leute, so wie Sie, gibt es auch, ne? Weil normalerweise, Sie haben auch nichts zu tun und Sie werden mit etwas kümmern, ne? Damit Sie die Zeit ein bisschen so verschwinden, weil Sie haben nicht mehr zu tun. Und nur mit Leuten Spaß zu machen, ne? Ich kenne Leute, so wie Sie, so dumm, ne? Ja. So dumme Leute. Ja, und ich wusste das von Anfang, dass Sie sind so. Ja? Aber ich habe nur angerufen, um meine Zeit ein bisschen zu verschwinden mit Sie. Ja, ganz so schön. Tschüss. Ja. Viel Spaß. Bis später. Tschüss. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Ich rufe Sie von XM an, dem Online-Broker, der mir ein Konto bei uns zum Online-Handel. Aha. Seit wann denn? Ich rufe nur an, um... ich sehe, Sie hatten das Konto überhaupt verifizieren lassen. Wollten Sie es überhaupt nicht nutzen? Oder hatten Sie irgendwelche Probleme damit? Nö, ist mir jetzt nicht bekannt, die Firma. Okay, ich schicke Ihnen dann meine Kontaktdaten zu. Dann können Sie sich die Plattform und die Webseite nochmal anschauen. Sollten Sie das Konto führen wollen, schreiben Sie mir. Falls nicht, das wird sowieso am 4. Dezember dann archiviert, also automatisch gelöscht. Okay? Okay. Ich schicke nur meine Kontaktdaten zu. Schauen Sie sich das an. Sie hatten das Konto ja im September erstellt. Und nach 3 Monaten Inaktivität wird es automatisch gelöscht. Na sehen Sie, ist doch super. Okay, ich schicke Ihnen dann alles zu und falls Sie was fragen wollen, schreiben Sie mir, ja? Ja, nee, ich habe kein Interesse, mit unseriösen Firmen zusammenzuarbeiten. Wie Sie wünschen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich Ihnen nicht. Ich
Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Gerold Steiner. Mhm. Ich grüße Sie, Herr Stein. Anna Graf ist mein Name. Anna Graf. Anna Graf, genau. Mhm. Ich melde mich bei Ihnen in Bezug zu Ihrer Anmeldung, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Aha, wo habe ich mich denn angemeldet? Beim EMC Consulting sind Sie gerade angemeldet, ja? Nee, bei EM Consulting, nicht EMC Consulting. EM Consulting, Entschuldigung, richtig. Sie sind gerade online. Ja, ich bin ja, das ist eine ganz neue Plattform, ne? Die haben sie gerade ganz frisch hochgezimmert, oder? Was meinen Sie darunter? Na, ist neu die Plattform oder nicht? Nein, Plattform ist nicht neu. Nicht neu? Ja. Wie alt ist sie denn? Schon 5 Jahre existieren wir auf dem Finanzmarkt. Aha. Und warum ist die Domain, also die Internetadresse, jetzt erst 1 Monat alt? Weil Firma existiert schon seit lange auf dem Finanzmarkt und Plattform ist neu gegründet. Das müssen Sie mir ein bisschen näher erklären. Wie meinen Sie das denn? Weil die Plattform gibt ja noch keinen Monat jetzt. Sie ist ja ganz frisch. Ich spreche mit Herrn... Hallo? Ja. Was denn? Mit wem sprechen Sie? Sie haben ja jetzt gar nicht zu Ende geredet. Hallo? Mikrofon ist aus. Ich höre Sie nicht mehr. Ja, jetzt habe ich das Mikrofon gehört. Jetzt ist es aber wieder aus. Was ist denn jetzt? Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Anna Hoffmann. Ich spreche wieder mit Gerold Steiner. Sie klingen ganz schön gelangweilt. Bitte? Ich sagte, Sie klingen sehr gelangweilt, als würde Ihnen das keinen Spaß machen. Auf jeden Fall nicht. Ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Störe ich Sie? Nö. Alles gut. Haben Sie das auf lautlos, weil es stört ein bisschen? Nee, auf lautlos habe ich das nicht gestellt. Lautlos, dann hört man ja nichts mehr. So, Herr Steiner, Sie haben unsere Plattform online geöffnet und ich wollte Sie kurz fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie bei unserer Plattform neu starten? Welche Plattform meinen Sie denn? Ich habe mittlerweile schon alle wieder zu, da waren vorhin so viele offen. Ja, bei FM, Bitcoin System. FM Bitcoin System? Mhm. Nee, die war gar nicht auf die Seite. Okay, bei welcher Seite waren Sie dann? Daily Bitcoin System? Die hieß Benne FX, wo ich da rausgekommen bin. Mhm. Okay, haben Sie Interesse, um Geld zu investieren? Ja, deswegen habe ich ja bei der Anruferin vorhin noch 1000 Euro eingezahlt. Ah, Sie haben schon investiert? Ja, vorhin. Habe ich bei Benne FX gemacht. Okay, dann, ich entschuldige mich. Dankeschön. Ja, bitteschön. Kein Geld für Betrüger. Okay. Ja, die haben gesagt, danach rufen Betrüger an. Okay. Mhm. Komisch. Machen Sie weiter. Ja, mache ich. Tüdelü. Aha. Ja. Du kannst dich nicht mehr anmelden. Hm? Hast du gesehen? Nee. Du kannst dich nicht anmelden. Ich verstehe nichts. Ich auch. Ein bisschen lauter. Nein. Dann behaltest du meine Stimme. Was? Ananas. Ich verstehe nichts. Du kannst dich nicht mehr anmelden. Doch, kann ich. Nein. Doch, natürlich. Nein. Doch. Versuch. Natürlich, IP wechseln, neue Telefonnummer, ist doch kein Problem. Geh und kauf eine neue Telefonnummer. Ja, ich habe insgesamt 26 Telefonnummern für den ganzen Bums hier. Ach so, 26 Telefonnummern, wieso? Ja, die kann man ja in 10er blättern, die Rufnummern. Das ist ja nicht das Problem. Verkaufst du Drogen? Was? Verkaufst du Drogen? Du musst irgendwie deutlicher sprechen, man versteht dich nicht. Verkaufst du Drogen? Immer noch. Die Qualität ist furchtbar. Das ist gut.
Hm. Wie viel kostet ein Kilo bei dir? Hä? Wie viel kostet? Mensch, da haben wir einen richtig intelligenten ans Telefon gelassen, wa? Wie wieder? Hm. Ihr wollt eine seriöse Tradingbank darstellen, ist ja peinlich. Oh. Ciao. Jo, tschüss, du Betrüger. Danke. Einer, ja. Mhm. Alle Schulz am Apparat, ich vertrete MetaTrader 5 Support. Vor einer Woche haben Sie mit meiner Kollegin gesprochen, ja, Christina Huber war ihr Name. Mhm. Ja, und sie hat mich gebeten, ja, mit Sie noch einmal ja reden. Verstehe ich richtig, interessieren Sie sich an der Börse handeln, ja? Ja, grundsätzlich interessiert mich das mit der Börse, ja. Mhm. Mhm, naja, okay, und sagen Sie mir bitte, was genau interessiert ja an der Börse, Kryptowährung, Forex oder noch etwas? Das ist eine gute Frage. Ich kenne mich ja da nicht so aus. Also da, wo man am meisten Geld mitverdient. Naja, okay. Sie können mit Hilfe unserer Berater, ja, eine Strategie entwickeln, ja, und so weiter, ja, an der Börse handeln. Sie müssen nicht stundenlang die Börse überwachen, ja. Unser Berater wird es für Sie tun. Er wird Ihnen auch Signale geben, wie Sie in einer bestimmten Situation vorgehen können, ja, damit Sie den maximalen Gewinn aus Ihren Investitionen erzielen können. So, und wenn Sie ein Fan sind, wir bieten auch kurze Lehrseminare und Videos, damit Sie ins Thema eintauchen können und immer auf dem Laufenden sind. Mhm. Ja, und wenn Sie etwas nicht mögen, können Sie immer Ihr Geld von Ihrem Konto zurücknehmen, ja, weil das Handelskonto eine Bankkarte ähnlich ist. Ja, und so, zum Beispiel, was Bitcoin angeht, jetzt ist es am besten, Bitcoin zu verkaufen, weil es in naher Zukunft im Preis fallen wird. Sie können Geld einzahlen, ja, und die Option verkaufen auswählen. Einfach gesagt, machen Sie eine Prognose, dass Bitcoin weiter billiger wird, und je mehr es im Preis fällt, desto größer ist Ihr Gewinn. Weiter werden unsere Analysten Ihnen sagen, wann Bitcoin wieder zu wachsen beginnt und wann Sie Geld zurücknehmen müssen, um mit dem größten Gewinn zu halten. Mhm. Kurzlich, ja, es sieht so aus. Sie können genauso mit verschiedenen Aktien, ja, weltweites Unternehmen machen und so weiter. Mhm. Und woher wissen Sie denn das, dass der Bitcoin fällt? Ja, heutzutage, ja, Bitcoin fällt, aber ich glaube, zum Dezember wird er wieder steigen, weil sehr viele Kunden möchten etwas kaufen mit Hilfe Bitcoin. So, das leider angeht auch Darknet und verschiedene Webseiten in der Internet, ja. Und zum Beispiel, jetzt können Sie Bitcoin verkaufen, naja, und ein bisschen später wieder kaufen. Mhm. Und woher wissen Sie das, dass der Bitcoin einen Wert verliert? Unsere Finanzanalytiker, ja, ab und zu sagen, geben uns ein bisschen Information, ja, damit wir unsere Kunden, ja, das sagen können. Aber naja, es wird viel besser, ja, um Sie mit unseren Analytiker alles besprochen. Sie kennen viel mehr als ich, naja. Ich weiß einfach nur kurze Informationen, sehr kurzlich. So. Und woher wissen die Finanzanalytiker das, dass der Bitcoin da was vom Kurs verändert? Entschuldigen Sie, können Sie bitte wiederholen? Schlechte Verbindung. Woher wissen denn die Finanzanalytiker das, dass sich der Bitcoin da ändert vom Preis? Also müssen die ja irgendwo dann wissen, wenn die das sagen. Sie handeln mit Hilfe fundamentaler und technischen Analysen. Ja, technische Analyse, das ist ein Bot, ja, der arbeitet mit Zahlen und Statistik, ja. Und was fundamentale Analyse angeht,
das kann sein, Nachrichten, ja, und alles, was zum Beispiel die Situation in Deutschland oder in ganz Europa angeht, naja, zum Beispiel Nord Stream 2, Aktien, ja, und so weiter. Mhm. Und woher wissen Sie, Finanzanalytiker, das jetzt genau? Ja. Ja, woher denn? Hm? Woher wissen Sie das denn? Ah, unsere Analytiker sagen uns ja, dass ja, aber wir sie alles ja. Und woher wissen das die Analytiker? Na, wollen Sie mit unserer Finanzanalytiker sprechen, oder? Nein, ich wollte gerne wissen, woher die das wissen. Also, Sie können mich auch gerne an einen verbinden, wenn Sie die Frage nicht beantworten können, aber Sie haben ja mit dem Thema angefangen. Naja, zum Beispiel, alles, was ja in der Welt passiert, wissen Sie, lernen Sie das und kennen aus zum Beispiel Nachrichten, ja, Magazine und so weiter, naja, und Sie können, naja, Sie sind Fachkräfte, ja, mit sehr großer Erfahrung. Also wissen die das aus so Magazinen? Also wissen die Finanzanalytiker das so aus so Magazinen? Selbst nein. Woher denn dann? Hm? Woher denn dann? Ah, naja, es gibt meine Leute, ja, in dem Büro. Und er ja steht in Kontakt mit unserer Analytiker, ja. Zum Beispiel, Sie können einfach ja per WhatsApp reden, so. Naja. Mhm. Ich lese. So. Okay. Sie können auch ja mit meiner Leiter sprechen, ja. Wenn Sie noch etwas fragen, ja, wollen. Okay. Leider, ich kann nicht alle Fragen ja antworten. Entschuldige mich. Ich dachte, Sie sind der Berater. Mhm. Ah? Ich dachte, Sie sind ein Berater. Naja, ich bin da einfach Account Manager, ja. Also ein Callcenter-Mitarbeiter. Ah? Also ein Callcenter-Mitarbeiter. Ja, genau. Aha. Dann weiß ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Naja, ich muss einfach mit Leuten reden, ein kurzes Portfolio ja erstellen. Und einfach bieten ja unsere Finanzanalytiker. Mhm. Das ist ja interessant. Mhm. Ich kann Ihnen ja per E-Mail unsere Lizenz senden, naja. Da gibt es auch einen Link, ja. Wie heißt denn? Einfach ja lesen. Mhm. Wie heißt denn die Webseite, von der aus Sie anrufen? Also Sie werden ja irgend so ein Ding haben, wo man da sich einloggen kann und so. Wiederholen Sie bitte, entschuldige mich, sehr schlechte Verbindung. Na, wie heißt denn die Seite, von der aus Sie anrufen? Also da die Domain und so? Ich schicke sie Ihnen, Moment bitte. Per E-Mail passt, ja? Na, wissen Sie die nicht auswendig? Würde doch viel schneller gehen. Ah, okay, Gerald.Steiner, ja? Nee, ich meine die Webseite. Ah, ja, ich verstehe. Ich kann Sie Link, ja, der Webseite Ihnen per E-Mail senden. Na, wissen Sie das nicht auswendig, wie die Webseite heißt? Ah, nein, weiß. Metatrader.com. Metatrader.com. Punkt pro. Met. Dann buchstabieren Sie mir das mal. Ja, jetzt haben die mich da im Hintergrund abgelenkt. Metatrader. Also ein M und dann ein nach dem M? M, E. Ja. T. T? Also, Moment. Also, M-E-T. Da, ja, genau. Meteor. Meteor. Meteor, ja. Trader. T-R-A-D-E-R. Also, ohne E. T-R-A-D-E-R. R, es gibt R. Ach so. Und dann Punkt? R, Punkt Pro. Pro. Mhm. Ja, wir haben schon auf unserer Plattform registriert und ich kann Ihnen
eher Login und ehemalige Parolia senden. Und Sie können, ja. Also so wie Sie mir die Domain durchbuchstabiert haben, finde ich die nicht. Hm? Ich sagte, so wie Sie mir die Domain durchbuchstabiert haben, finde ich die nicht. Naja, weiß nicht, vielleicht habe ich nicht so gesagt. Ja, ich kann ja Ihnen das per E-Mail senden und Sie können das, ja, alle sehen, wie das aussieht, naja, und wie das funktioniert. Ja, aber jetzt habe ich Sie ja am Telefon, dann brauche ich Sie ja nicht per, brauchen Sie ja nichts per E-Mail schreiben. Das werden wir ja so gelöst kriegen, das Problem, denke ich mal. Ja, ich kann Sie später anrufen und zum Beispiel morgen. Nö, warum morgen? Jetzt habe ich Sie doch am Telefon. Morgen und wir morgen. Ja, warum denn? Ich habe Sie doch jetzt an der Leitung. Warum wollen Sie dann morgen nochmal anrufen? Naja, damit Sie ja alle Informationen sehen können, naja. Ja, das können wir doch jetzt machen, oder nicht? Ja. Ah? Ich sagte, das können wir doch jetzt machen, oder nicht? Ja, Sie können das jetzt machen oder ein bisschen später, wie Sie wollen. Jetzt bin ich ja gerade am Computer, dann können Sie mir das ja nochmal sagen. Dann probieren wir es hier nochmal mit der Domain. Dann buchstabieren Sie mal nochmal die Domain. Ja, okay. Moment bitte, Moment. Ja, was denn du? Hallo? Ja, hallo. Ich bin da, ja. Moment bitte. Ja, was denn jetzt? Was machen Sie denn da jetzt? Warum machen Sie denn immer Ihr Mikrofon aus? Ja. Na, alles gut, Moment bitte. Ja. HTTPS. Was ist denn das für ein Buchstabe? Ja. Arsch. Was ist denn Arsch? Na, Arsch. H. Ja, was ist das? Ja, okay, ganze Link. Oder okay. M. Ja, ein M wie Martha. Ja, M, Martha, ja. Yeah, Eric. Ein was? Yeah, wie Eric. Ein J wie Erit. Ne, Eric. Ach, Eric, na, also ein. Name Eric, ja. Ein E. E, ja. Ja, und dann? Ein M. Eric. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie mir sagen. Okay. Haben Sie da auch noch irgendeinen intelligenten Mitarbeiter, der mir das vernünftig buchstabieren kann? Sie können ja nicht mal buchstabieren. Erste Buchstabe M, wie macht er? Ja. Zweite E, wie Erik. Ja. Weiter R, wie Robert. Ja. Weiter nochmal wie Erik, je. Aha, ja. Mhm. Weiter O wie Olaf. Ja. Mhm. Weiter R. Ja. Wie Rita, ja. Oder Robert, ja. So. Weiter T. Ja. T. Mhm. Wie Tina, ja. Oder Tamara. Weiter ja. R. Theodor Fall meinen Sie, denke ich mal, ja. Mhm. Mhm. Robert, ja. Und dann? Weiter A. Ein A. Alex zum Beispiel. Alex, ja. Ja. Mhm. Weiter D. Ja. Dominik. Ja. Mhm. Und weiter E, wie Erik. Ja. Punkt. Ja. Und Pro. Geht immer noch nicht. Also, haben Sie da jetzt irgendwie noch mal einen intelligenten Mitarbeiter? Weil das geht ja so nicht. Das, also, weiß ich nicht. Sie können ja nicht mal ansatzweise Deutsch. Das ist ja furchtbar. Also, Sie sind ja völlig fehl am Platz da. Ja, mein Deutsch ist nicht so gut. Aber ja, aber warum rufen Sie dann deutschsprachige Kunden an? Das ist doch Quatsch, das ergibt doch gar keinen Sinn. Dann rufen Sie doch Kunden an, wo Sie auch die Sprache beherrschen. Haben Sie da irgendwie noch einen anderen Mitarbeiter? Weil mit Ihnen möchte ich nicht weiter diskutieren. Ja, okay, kein Problem. Ich kann ja andere Mitarbeiter rufen, okay? Ja. Ja, okay. Warten Sie bitte. Aha. Hallo? Ja. Herr Steiner, guten Tag. Ich heiße Bianca Miller. Mhm. Sie wollten mit einem anderen Account-Manager sprechen? Ja, weil der Mitarbeiter vor Ihnen, der kann ja irgendwie kein Wort Deutsch. Also das ist ja furchtbar mit dem. Okay, tut mir leid. Also Sie haben Erfahrung mit dem Traden? Nö, gar nicht.
Okay, Sie haben sich mit Interesse registriert, um langfristig zu traden oder kurzfristig? Ja, weiß ich nicht so, dass man da halt Geld verdient. Also wir waren ja jetzt ja gerade bei der Domain. Also ich wollte mal Ihre Internetseite aufrufen, aber irgendwie hat er ja nicht gebacken gekriegt, mir die mal durchzubuchstabieren. Okay, ich kann Ihnen gleich einen Link zukommen lassen. Nee, ich habe sie ja am Telefon jetzt, dann brauchen wir ja keine E-Mail. Das kann man ja am Telefon machen. Ich lasse Ihnen ein Passwort und Login zukommen, damit Sie Ihr Kontostand sofort sehen können. Ja, das können Sie mir dann später zukommen lassen, aber erstmal hätte ich gerne die Webseite auf. Okay, meteortrade.pro, meteortrade.pro. Also Meteortrade, alles wird zusammengeschrieben, .pro. Also gerade und dann .pro. Yep. So, dann schauen wir mal. Ja, sehen Sie, so kriege ich die Seite auch auf. Super. Ja, so, dann stelle ich mir das hier mal erstmal auf Deutsch. So. Genau, also das ist jetzt erstmal Ihre Firma hier, ne? Ja, aber mit dem Finanzanalytiker werden Sie noch eine App runterladen. Mhm. Was denn für eine App? Die MT5-App, die gibt es auch auf Play Market, auch auf App Store, aber Sie werden mit den Finanzanalytiker das Ganze besprechen. Mhm. Okay. Ja, ich gucke mir jetzt hier gerade erstmal ein bisschen die Webseite an. Wo sind Sie denn eingetragen mit der Firma? Also bei wer macht denn die Regulation da bei Ihnen? Die FCA. Unser Hauptbesitz befindet sich in London und wir werden von der FCA reguliert. Wir haben auch eine FCA-Lizenz. Aha. Weil hier steht ja nicht von der FCA auf der Seite. Hier steht ja was anderes. Und was steht dort? Die Webseite ist Eigentum und wird betrieben von Incendiary Group LTD und dann steht hier nur Firmenregistrierungsnummer, aber nicht wo. Aber wir werden von der FCA reguliert. Ich kann Ihnen auch die Lizenz zukommen lassen. Und auch einen Link, wo Sie unser Steuern sehen können, dass wir seit 2009 auf dem Markt sind und jedes Jahr Steuern zahlen. Sie können es ausrufen lassen, zur Polizei, zum Beamten, zu Steuerbeamten gehen und es prüfen lassen, egal wo. Das kann man ja auch im Internet prüfen, da brauche ich ja nicht zur Polizei mit. Eigentlich ja. So. Also. Sie, wenn Sie auf Kundenportal drücken, können Sie sich dort einloggen. Ihr Login wird Ihre E-Mail-Adresse. Wenn es Ihnen interessant ist, kann ich jetzt ein einmaliges Passwort für Sie erstellen. Und Sie können es später ändern. Na, aber wenn Sie jetzt sowas sind wie eine Handelsplattform, dann sind Sie ja vergleichbar wie eine Bank. Und ja, fast. Wie kann es denn sein, dass Sie mir ein Passwort zukommen lassen können? Den Sie später ändern, ein ganz leichter Passwort, aber den können Sie sofort ändern. Ja, ja, aber bei einer Bank hat man ja nicht die Berechtigung, irgendein Kundenkonto das Passwort einzustellen. Das macht ja der Kunde ausschließlich alleine. Sie können das auch alleine machen, wenn Sie wollen. Ja, wie mache ich das hier bei Ihnen? Sie können sich dort registrieren, da muss irgendwo registrieren sein. Oder ihn einloggen oder beim Kundenportal. Ja gut, beim Einloggen, da weiß ich ja nicht, was da die Daten sind. Dann mache ich da mal ein neues Konto. Okay, Sie können auch ein neues Konto anlegen. Ja. So, dann trage ich hier gleich mal meine Daten ein. So, jetzt bin ich hier beim Passwort. So, dann muss ich hier das Land auswählen. So, meine Telefonnummer, denn US-Bürger bin ich nicht. Wie sind Sie auf eine Trading-Plattform gekommen? Für eine Werbung? Na, kann sein, ja. Also, mir sagt jetzt Ihre Firma nichts. So, dann gehe ich jetzt hier mal auf Registrierung. So, ich glaube, ich bin jetzt hier eingeloggt, ja? Okay, wenn Sie auf Kundenportal drücken, können Sie unten neben Dashboard Finanzen drücken. Da können Sie das Geld einzahlen, Geldmittel überweisen, auszahlen. Daneben steht MT5 runterladen, das werden Sie schon nach der Aktivierung mit dem Finanzanalytiker machen. Daneben steht Profil. Dort werden Ihre Daten sein. Ja. Sie können dort auch das Passwort ändern. Und wie funktioniert das bei Ihnen hier mit
Ich komme gerade nicht aufs Wort. Noch neben MT5 steht Handeln. Ja. Also gucken Sie, 50% von diesem Account ist geöffnet. Der Rest wird aktiv, wenn nach der Aktivierung. Ja, das ist schlüssig, das jetzt Konto erst jetzt haben Sie nicht Zugriff auf alle. Ja. Und muss man sich denn hier bei Ihnen auch irgendwie legitimieren? Sie müssen einen Betrag einzahlen, dann wird Ihr Handelskonto aktiviert. Und in 24 Stunden meldet sich der Finanzanalytiker. Mhm. Und wird Ihnen alles erklären, zeigen, erzählen. Ja, und dann für Sie traden. Und wie funktioniert das bei Ihnen mit der Legitimierung? Hallo? Hallo? Hallo, ja? Ja, ich hatte eine Frage gestellt. Hallo? Hallo, am I speaking to Gerold Steiner? Das ist jetzt nicht wahr. Jetzt ruft mich schon wieder so eine Karelle an. Ich nicht weiß. Kartoffeln. Ja, können wir jetzt vielleicht mal vernünftig auf Deutsch reden? Nein, ich spreche Deutsch. Englisch? Nee, Englisch? Mm-mm. Bitcoin? Ja. Ja oder nee? Ja. Ja, Bitcoin, ja. Mm-hmm. How much money you want to invest? Ja, in Deutsch. In Deutsch? Nein, ich spreche Deutsch. Fuck you racist. Fuck off, Hitler. So doof. Hm. Wie geht's Ihnen? Hm. Ganz gut. Geht's Ihnen gut? Hm. Freut mich. Der Herr Dennis Wilson wollte kurz mit Ihnen sprechen. Hm. Haben Sie Zeit? Ja, ich hab Zeit. Okay, gut. Ich werde mit dem Herrn Wilson also kurz verbinden. Hm. Hallo? Ja. Kennen Sie mich? Ja. Wer bin ich? Der Wilson. Hat die neue Mikrofone? Du hörst dich anders an. Ich war ein bisschen krank. Ach so. Ja, und ich war nicht im Büro. Ja, ist ja kalt draußen jetzt. Ich weiß nicht, aber also zumindest bei uns, eben bei euch, das Wetter. Und warum haben Sie vielmal sich angemeldet? Ja, na, ich wollte ja wieder mal mit dir quatschen, eine Runde. Ach so. Sie sind gut, oder? Ja. Mit dir gesund? Mhm. Das ist super. Okay, Herr Steiner, ich habe nur anrufen. Na, no, ich will fragen, wenn Sie sind gut oder nicht. Ich habe nur die Frage für die Gesund. Mhm. Und ja, wie laufen die Geschäfte? Ja, ganz gut, ganz gut. Ganz gut, ja. Mhm. Ja. Weil ich will nicht über unsere Arbeiter mit Sie sprechen, weil Sie wieder nicht und das. Warum denn nicht? Weil Sie wollen nicht. Ist ja egal, aber für YouTube. Ist mir egal. Das ist schade. Weil wir müssen arbeiten mit den pünktlichen Kunden, nicht mit Leuten wie du. Also, was immer nur Spaß, wir haben einen guten Arbeiter. Das ist aber schade. Ja. Aber du hast schon eine ganze Menge Fans. Also, wir haben nur heute 55.000 Profit gemacht für die Kunde, Herr Kat. Ja, das hält sich an Grenzen. Also, ich weiß nicht, wenn Sie denken über das oder ne, aber das ist richtig. Das ist alles, was wir machen. Ja, und bei mir weiter in YouTube, ich will einfach die gute Stimme. Mhm. Und ich will sagen, wer will mit uns arbeiten, sie können arbeiten. Ja, mal gucken. Ja. Und so, Herr Karte, also ich muss gehen jetzt. Hm. Und ich wünsche Sie auch einen schönen Tag.
Jo, eben. Und dann ich habe Zeit, ich melde nochmal danach. Alles klar. Okay, ja. Super, Herr Katze. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Kollekt aus Monheim, in Kasso. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch in Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Hallo? Ja? Alles gut bei dir? Ach, Wildsinn ist am Telefon. Pünktlich. Ah. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Wir sind gerade auf dem Sprung. Ach so, okay. Ja, dann ruf mal noch mal in ein paar Stunden an, heute Abend. Okay, ja. Okay, alles okay. Bis dann. Bis dann. Wissen Sie, ich bin der Tobias Weber, wir sind nicht vom Bank FX3. Ich verstand, dass Sie Interesse gezeigt haben, am Online zu handeln. Ja. So, sind Sie bereit? Wofür? Öffnen Sie bitte mal Ihre Rechner ein. Was? Öffnen Sie bitte Ihre Rechner ein. Das habe ich nicht verstanden akustisch. Ihre PC. Was ist damit? Hallo? 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 Tja. Weiß ich nicht, was Sie von mir möchten. Kommt da jetzt noch was Sinnvolles, oder war es das jetzt? Hallo? Ja? Karte? Hallo? Wer bin ich? Wilton. Pünktlich. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Was hat meine Kollege gesagt? Ja, gar nichts. Der hat irgendwas mit PC gesagt und dann hat er nichts mehr gehört. Der hat diese Arbeit immer. Der sagt nur PC. Und, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Heute ganz gut. Es regnet, aber ganz gut. Okay. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut soweit. Sind Sie zu Hause oder arbeiten? Ja, sowohl als auch. Ich arbeite ja von zu Hause. Ah, Sie arbeiten von zu Hause mit YouTuber? Ja, ganz gut, ganz gut. Wir arbeiten auch. Aber ich weiß nicht, was hat meine Kollege mit Sie, warum hat da Sie angerufen? Weiß ich nicht, warum der mich angerufen hat. Also, der will mit Sie in einer Computer. Also, benutzen Sie AnyDesk? Ich benutze kein AnyDesk. Lass doch nicht von euch auf meinen Computer gucken. Also, benutzen Sie TeamViewer vielleicht, Herr Gabka? Ja, sowas habe ich. Frage. Also, ich weiß nicht, warum hat der angerufen bei Sie? Weil ich muss mit Sie anrufen. Ich schätze mal, ihr werdet wieder irgendeinen alten Datensatz aufgekauft haben. Da steht ja über euch Thaler damit. Das ist ja schon so alt. Ja, weil Sie haben auch eine andere Anmeldung gemacht mit Klaus Thaler. Ja, das ist aber schon eine Weile her. Aber warum machen Sie so viel Anmeldung? Naja, damit ich dann mit euch telefonieren kann, um das dann auf YouTube zu stellen. Ach so. Mhm. Aber bei welchem Channel wir sind? Ja, musst du googeln. Irgendwann findest du dich vielleicht. Also es gibt mittlerweile schon eine ganze Staffel von dir. Also wie heißt Ihr Channel? Also wo wir sind? Ja, das verrate ich ja nicht. Oh, ist mir egal, ich will meine Kollegen und meine Stimme hören. Ja, da muss ein bisschen suchen, aber ich denke mal, viele andere, das wir ja auch schon dran gehabt haben, gibt ja ganz viele auf YouTube mittlerweile. Also, ich verspreche Sie, ich finde Ihre YouTube-Channel. Ja, wie ich mache es da? Dann kannst du ja mal Hallo in die Kommentare schreiben. Aber wenn ich finde diese Channel, ich kann
schließe diese Channel. Nee, das glaube ich nicht. Ich verspreche Sie, wenn ich suche und wenn ich finde darf, ich schließe das mal. Okay. Werde das haken. Oh, wow, mein Kollege will das haken. Was will der? Der kann haken, Ihr Channel. Ach so, ja, nee, das geht nicht. Hat zwei Faktoren Authentifizierung, das ist eh Pflicht. Ah, das ist ja gar nicht. Das kriegst du nicht gehackt. Da ich krieg ja jedes Mal eine Nachricht mit einem PIN, wenn sich jemand bei mir einloggen will. Das geht ja auch gar nicht anders mit dem YouTube-Partner. Nein, das geht nicht so, Herr Körper. Weil Sie haben. Also, vielleicht zwei Passwörter. Ja, aber das ist egal. Ja, aber das eine ist ja individuell vom Server, das kann man ja nicht hacken. Wir können hacken dann. Na, dann probier mal einen Google-Account zu hacken. Okay. Wir probieren heute das, okay? Genau. Okay, super. Und wenn ich finde das, ich melde nochmal später. Genau. Aber ist besser, wenn Sie mal nicht Spaß mit uns. Warum? Weil wir können auch Spaß mit Sie machen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich mag ja Spaß. Es ist schlimm. Ja? Ja. Ist besser, wenn wir arbeiten und Sie arbeiten. Aber wenn Sie wollen, wir nicht arbeiten, Sie können auch nicht arbeiten. Ja, aber der Unterschied zwischen meiner Arbeit und eurer Arbeit ist, dass meine Arbeit immerhin noch seriöser ist als das, was ihr da macht. Ihr beklaut ja die Leute. Ich habe 15 Jahre, wo ich mache da Arbeit. Das ist aber nicht schön. Und seit 15 Jahren, in 2006, ich habe das angefangen und für das Sie können nicht versprechen, ich mehr. Ja, also, ich probiere nochmal. 2006 war ja die Betrugsmarge noch nicht so nervig. Jetzt gibt es ja fast nur noch so eine Callcenter wie euer. Also, Herr Katze, ich probiere nochmal. Ich muss diese Channel finden und ich schließe das, okay? Wenn ich finde, ich melde nochmal. Alles klar. Also, ich melde nochmal später. Guti. Aber wir sind jetzt erstmal einkaufen, also so in 2 Stündchen, dann frühestens erst wieder. Okay. Wir machen nochmal. Dankeschön, Herr Katze, bis dann. Ja, bis dann. Guten Tag, Herr Steiner. Ja. Ich bin Eli Bonner von Finanzmonitoring Abteilung. Und Herr Steiner, ich sehe jetzt in meinem System, Sie haben schon Handelskonto auf dem Finanzmarkt, stimmt? Ich wüsste jetzt nicht, was Sie das angeht. Wenn Sie da jetzt das im System haben, dann erübrigt sich doch die Frage, oder nicht? Also, Sie haben schon Geld investiert auf den Finanzmarkt oder noch nicht? Ja, warum soll ich Ihnen das sagen? Also, ich bekomme Ihre Daten. Sie sind Gerold Steiner und Sie sind auf unsere Werbung registriert. Also, vor eine Woche, Sie haben Ihre Daten auf dem Finanzmarkt hintergelassen. Nö, das ist und deswegen ich rufe Sie an. Das ist ja völliger Blödsinn. Und das Frage, Herr Steiner, haben Sie schon Geld investiert auf dem Finanzmarkt oder noch nicht? Ich habe dir die Frage schon beantwortet, aber das scheint wohl bei dir irgendwas im Gehirn nicht intelligent genug zu sein, damit du diese Antwort verarbeiten kannst. Ja, schon guten Tag, spreche ich mit Gerold Steiner. Caroline, hier will ich am Apparat, Herr Steiner. Ich melde mich von einer Online-Handelsplattform von der Firma European Market Consulting, wobei Sie sich schon gemeldet haben, ja? Hören Sie überhaupt nicht? Ja. Ja, und? Also, ich melde mich wegen Ihrer Interesse und Anmeldung. Sie haben die Daten eingegeben und ich habe schon ein unaktives Handelskonto. Was heißt, also, machen Sie Spaß ganz einfach, oder sagen Sie mir bitte direkt, nee, was Sie gerade meinen. Sie rufen mich an und erzählen irgendeine Rotze. Bitte? Ich sagte, Sie rufen mich an und erzählen mir irgendeine Rotze. Machen Sie doch jetzt weiter damit Ihrem Programm. Warum haben Sie die Daten eingegeben? Dann sofort löschen Sie bitte die Daten von Ihrer Seite, sonst Sie bekommen sehr viele Anrufe jeden Tag. Tschüss. Arschloch. Hi, guten Tag, hier ist Heide Henkel, spreche mit Herrn Steiner. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Betrüger. Hey Mensch, was ist das?
Ja, hab jetzt keinen Bock auf Betrüger, ich guck Fernsehen. Moment, unser Unternehmen ist beim FCA registriert. Nein, ihr seid Betrüger. Ich weiß, dass wir schlau sind, aber nicht genug schlau für Online-Handel, oder? Na, ich bin auf jeden Fall so schlau, dass ich weiß, dass du eine Kakerlake bist. Sieh, dein Gehirn nicht Online-Handel? Mhm. Und, was, wie viele Leute habt ihr heute schon so beschissen? 1000. Ach, das aber... Die schlauen Menschen, nicht die dummen Menschen, die immer negative Sachen im Kopf haben. Na ja, die setzen ja die dummen Menschen ans Telefon, das ist ja das Traurige. Ja, genau, wenn ich mit der Einstein rede, natürlich, bin ich ja auch nicht schlau. Ja, weil ja, ich weiß, Menschen, dass du nicht so schlau bist. Kommen nur dumme Wörter, ja? Ja. Ich bin was schlau. Du bist nicht schlau, nee. Ah, wie alt sind Sie? Ja, geht dich nichts an. 1100... Tja, daran merkt man deine Intelligenz. Haben Sie Freundin? Nee. Gar nichts. Natürlich können Sie nicht haben, so mit solchen Wörtern. Sie dürfen nicht immer alleine leben, ja? Warte, ich gebe dir mal meine Freundin. Danke. Nee, will nicht mit dir sprechen. Jetzt hat die Kakerlake das Mikrofon ausgemacht. Ja, bist du jetzt fertig, oder? Hallo, guten Tag, mein Name ist Max, ich grüße Sie. Und mit wem wollen Sie sprechen? Oh. Hi, hier ist Heidi Henkel, spreche mit Herrn Steiner. Mhm. Wie geht's heute? Gut? Ja. Schön. Ich bin die Expertin der Firma E3LTDR, es geht um Onlinehandel. Wie heißt Haben die Firma? ETA Limited. Mhm. Haben Sie Erfahrung in Onlinehandel? Mhm. Ah, was ist aha? Naja, die Antwort auf Ihre Frage. Schön. Haben Sie alleine gemacht oder haben Sie mit jemand anderes gearbeitet? Ne, das habe ich alleine gemacht. Okay, sind Sie zufrieden mit den Profiten? Ja. Warum lügen Sie? Warum sollte ich lügen? Sind Sie doof oder was? Sie rufen mich ja an, beleidigen mich, haben Sie einen Dachschaden? Ja, und einmal sagen Sie, ich habe schlechte Erfahrung, nächsten Tag haben Sie gesagt, ich habe gute Erfahrung. Nö. So. Hello, bitte prüfen Sie Ihre E-Mail. Ah, Herr Katze. Hallo. Ah, du scheiße geil. Und? Machen? Sie machen noch eine Meldung, ja? Ja. Okay. Dein Kollege hat ja gesagt, geht nicht mehr, aber geht doch. Na, es geht. Klar, dein Mikrofon ist aus. Okay, Herr Katze, du bist ein guter Mann. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Und die ganze alles in Ordnung. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag, weil ich muss weiterarbeiten und ich habe keine Zeit jetzt. Alles klar. Aber ich melde nochmal an am 18 Uhr, okay? Alles klar, bis dann. Super. Tschüss. Tschüss. Wieso wieder? Hä? Wieso wieder? Ja. Hast du es geschafft? Mhm. Du bist schlau? Ja. Ich könnte dich gerne einmal ficken, einfach. Ja? Haha, ich mach Spaß. Wieso machst du solche Scheiße einfach? Darf ich wissen? Na, weil ihr Betrüger seid. Hä? Weil ihr Betrüger seid. Ja, wir sind Betrüger. Wir nehmen unsere Lohn um. Und immer wenn ihr mich anruft, dann könnt ihr ja keine anderen Leute anrufen. Ja, und also bekommen Sie einen Lohn dazu? Ja. Wie viel? Wie viel ist unterschiedlich. Kommt auf die Klickzahlen an. Aha. Mhm. Du kannst weitermachen. Ab heute werde ich ihn also wieder dem IP wieder blockieren. Das ist ja nicht damit stimmt. Ihnen IP kannst du ja blockieren, kann ich ja sofort wechseln über ein VPN. Kannst du wieder wechseln, du bist Hurensohn, ich schwöre auf alles. Mhm. Telefonnummern habe ich auch ganz viele, also selbst Rufnummer blockieren bringt nichts. Was essen Sie gerade? Cornflakes. Cornflakes? Mhm. Mit Milch? Ja. Gibt es da Sperma? Nö, nee, das ist eklig. Mhm. Ich hab die Blondine Mädchen ist hier auch. Mhm. Die ist ohne Klamotten. Wo sind die? Elena? Elena, ja, die ist hier. Die ist ohne Klamotten jetzt. Ja, gib mir wir mal machen die. Uns bereit. Gib mir wie mal bitte? Die Elena.
Helena. Mhm. Aber die ist ohne Klamotte, warte mal. Mhm. Ja, ich nehme Elena auch ohne Klamotten am Telefon, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Mhm. Hallo. Hallo. How are you? Ach nö, Elena kann ja gar kein Deutsch. No, Deutsch no. Das ist aber schlecht. Do you speak English? Nee, das ist ein deutscher YouTube-Kanal. Da müssen wir auf Deutsch sprechen, sonst verstehen das nicht alle Zuschauer. Also wenn du kein Englisch redest, dann Elena wird sauer. Ach so, naja. Und die wird jetzt die Klamotten tragen einfach. Die lässt mich nicht so picken und scheiß drauf. Mhm. Mhm. Okay. Ja, guten Appetit, Herr Katze. Guten Appetit. Wünsche dir einen schönen Tag noch. Ja, ebenso. Tschüss. Ciao. Hallo? Hallo, können Sie mich hören, Herr Steiner? Mhm. Levi Liegermann ist mein Name. Also ich habe Sie angerufen, dass Sie Interesse am Onlinehandel gezeigt haben mit Kryptowährungen, Bitcoin. Aha. Sie haben sich angemeldet mit Ihrer E-Mail-Adresse steingerold@mdccfund.de. Wann denn? Vor ein paar Monaten. Aha. Und nun? Guten Tag, ja, einfach nur. Mal darf ich am Apparat vom Unternehmen Polygon. Ich melde mich bei Ihnen, weil Sie ein Handelskonto registriert haben, ja? Mhm, das ist alles, ja. Genau. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin. Ich kann Ihnen dabei unterstützen, Ihr Konto zu aktivieren. Mhm. Haben Sie Internetzugang? Das habe ich, ja. Sehr schön. Sind Sie auch unter E-Mail erreichbar, ja? Manchmal ja. Manchmal ja. Okay. Mal probieren, ob Sie jetzt E-Mail bekommen, ja? Mhm. Ich schicke Ihnen Plattform, wo wir das Handelskonto aktivieren können. Plattform, ich beschrifte Plattform Elias. Überprüfen Sie Ihre Posteingang, ob Sie das bekommen haben. Muss ich mal einen Rechner anmachen. Was soll ich machen? Da muss ich mal den Computer anmachen. Okay, ich warte. So, fährt jetzt erstmal hoch. Und wie heißt die Seite? Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ja, der Rechner fährt ja erstmal hoch. Aber wie heißt die Seite? Die Webseite heißt Polygon, ja? Das ist so Anfänger geeignet, das ist ein Handelsplattform. Ach so, also ihr seid dann von der Betrügerseite, die mich schon mal angerufen hat die letzten Tage. Okay, haben Sie Anrufe bekommen? Ja, von euch. Von mir? Wer war mein Kollege? Das weiß ich doch nicht. Ich merke mir doch nicht eure scheiß Kanackennamen. Ach so. Ich meine, kann sein, dass Sie von anderen Unternehmen aus angerufen waren. Nee. Ihr habt mich bestimmt schon 10 oder 11 Mal. Okay, und was hat mein Kollege Ihnen gesagt? Na ja, den gleichen Blödsinn. Welches Blödsinn meinen Sie? Na, ihr seid ja nichts anderes als Betrüger und Abzocker. Ach so. Ja. Woher wissen Sie das? Na, von euch, zeigt das ja. Ist ja offensichtlich, wenn man Betrug ist. Oder wenn man Betrüger ist. Ach so, darf ich wissen, wie Sie das erfunden haben? Was? Was? Wie haben Sie denn das verstanden? Wie habe ich das verstanden? Also Ihre Frage ergibt gar keinen Sinn. Doch, es gibt einen Sinn. Es gibt ja gewisse Kennzeichen, ja? Und ich interessiere mich, woher wissen Sie, dass wir Betrüger sind? Woran liegt es? Naja, von euch. Ihr sagt mir das selbst, dass ihr Betrüger seid, in eurem Verhalten. Ach so, Sie meinen, das interessiert mich gerade. Welches Verhalten? Ja, Betrüger, die wollen von wollen immer 250 Euro haben, was ja absoluter Blödsinn ist, oder 500 okay. Euro wahlweise. Ja. Dann habt ihr keine Lizenznummer auf eurer Webseite, das habe ich auch schon festgestellt. Und ihr seid okay. Auch nicht reguliert. Okay. Ja. Und davon verstehen Sie, dass wir Betrüger sind, ja? Wenn ihr nicht reguliert seid, seid ihr automatisch Betrüger. Ja, klar, logisch. Also ist dann Bitcoin Betrug? Ihr betrügt, ja. Ist dann Bitcoin Betrug? Was? Bitcoin hat doch nicht... Hä? Die Frage ergibt schon wieder keinen Sinn. Doch,
Doch, Bitcoin ist auch unreguliert. Kryptowährung ist unreguliert. Ja, richtig. Und deswegen ist ja auch in Deutschland verboten, mit Kryptowährung zu handeln. In Deutschland ist es verboten, mit Kryptowährung zu handeln? Ja, natürlich. Man darf Kryptowährung kaufen, aber nicht damit handeln. Ach so. Das habe ich ja das erste Mal von Ihnen gehört, weil ich handle selber. Ja, aber ihr sitzt ja auch nicht in Deutschland. Ihr seid ja irgendwo in Armenien. In Armenien? Ja. Ach so, das ist ja cool. Und warum Armenien? Ja, ich weiß nicht, wo das überhaupt liegt, Armenien? Ja, weit genug weg, um nicht von den deutschen Behörden geschnappt zu werden. Also zumindest nicht so schnell. Ich glaube, Sie wissen überhaupt nicht, wo Armenien liegt, oder? Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass ihr Betrüger seid. Darum geht es ja auch hauptsächlich. Hauptsächlich darum geht es. Sie sagen irgendwelche Länder, Sie wissen nicht überhaupt, wo das liegt. Ja, doch. Und du kannst dich übrigens, du kannst übrigens deine ganzen anderen Kollegen bereits auf YouTube hören. Ach so. Mhm. Okay. Dann machen wir so. Ich mag nicht meine Zeit verschwenden. Ich habe schon ein bisschen verstanden. Ich sage Ihnen ehrlich, wollen Sie Kontakt führen, ja oder nein? Also daran merkt man schon wieder, dass du absolut nicht intelligent bist. Ah, ich bin nicht intelligent. Ganz genau. Woher? Weil erstmal, wir sitzen und ich habe nicht Ihnen eine Erlaubnis gegeben, mit mir zu duzen. Und zweitens, woher? Weißt du was, dass mir das scheißegal ist, was du von mir hältst? Du bist ein scheiß Abschucker und ein scheiß Betrüger. Ihr beklaut die Leute und das vor Weihnachten noch. Das ist doch widerlich. Das ist doch einfach nur ekelhaft, dein Job. Habe ich sie jetzt geklaut? Absolut ekelhaft ist dein Job. Habe ich sie jetzt geklaut? Nö, mir hast du keine Zeit geklaut. Ich zeichne dich ja auf und stelle dich auf YouTube. Okay. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, ja? Ja, den habe ich auch. Dankeschön. Hallo? Hallo, schönen guten Morgen, Herr Müller, ja? Mhm. Herr Müller, hier ist Maja Schiller, ich melde mich von Oligot. Sie sind bei uns für eine Handelskonto angemeldet, ja? Ach ja. Wann möchten Sie das Konto aktivieren? Gar nicht. Warum denn? Ja, die Tante, die da neben dir quatscht, die hat mich ja gerade schon vollgelutscht. Wie bitte? Ich sage, die Tante, die da neben dir quatscht, die hat mich gerade schon voll gelutscht. Die Stimme aus dem Hintergrund hat vor dir angerufen. Nein, es hat keiner bei Ihnen angerufen. Die Stimme aus dem Hintergrund hat vor dir angerufen. Nein, doch. Das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Ich bin ja bei euch ein paar hundert Mal angemeldet. Aha, alles klar. Da sind Sie ein Idiot von anderen auch. Ja, immerhin bin ich kein Betrüger, so wie ihr, ne? Ja, guten Tag, Herr Thaler. Hören Sie mich ja gerade? Ja, halbwegs. Jana Frasch richtig. Schmidt, ich melde mich von der Firma Liquid Chain bei Ihnen, Herr Thaler. Dirk Schmidt. Und wer glaubt Ihnen den Quatsch? Das ist kein Quatsch. Ich habe bei uns angenommen. Doch, Ihr Name ist Blödsinn. Den haben Sie sich ausgedacht. Ach, Herr Thaler, viel Spaß damit. Он там пишет NA и даже и нет даже звонка. Пиши kein Ton, все. Так легче. Ну есть мне как тебе удобнее, блядь, я не настаиваю. Fick deine Schwester, du Hurensohn. Du Hurensohn. Fick deine Mutter und deine Schwester. Stern Aaron, bitte prüfen Sie Ihre E-Mail. Ja, guten Morgen. Es spricht der Teddy Ohrenstein. Ich rufe Sie an von Avatrade. Ich versuche mein Glück später. Ich wollte Sie herzlich willkommen heißen auf unserer Plattform und natürlich auch herausfinden von Ihnen, ob Sie erfahrener Trader sind oder gar in den Anfängen und so weiter und so fort. Ja, schauen, dass Sie alles haben und so weiter. Also ich melde mich später. Kein Problem.
Ja, schönen Tag noch. Schönen Gruß. Ohrenstein von Avatrade. Er sie schickt, bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch im Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. E-Mail Sie schickt, bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch im Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post. Aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Nicht lautet, wir haben Ihnen gerade eine wichtige E-Mail bezüglich des Forderungskontos geschickt. Jetzt einloggen, https://schuldner.nrw/quicklogin?@7001863339 und Hash ist gleich A8774D9733. Sie haben eine Textnachricht von 004921193673989 erhalten. Die Nachricht lautet: Wir haben Ihnen gerade eine wichtige E-Mail bezüglich des Forderungskontos geschickt. Jetzt einloggen. https://schuldner.nrw/quicklogin?@7001863339 und Hash ist gleich A8774D9733.